So, guten Morgen, liebe Abonnentinnen und Abonnenten, beziehungsweise guten Nachmittag, je nachdem, wie es bei euch am Sonntag aussieht. Bezüglich Pokémon X, eine kurze Ankündigung zu diesem Part, der sehr, sehr, sehr unverhältnismäßig ist. Ihr habt schon gemerkt, dass er die letzten Tage nicht gekommen ist, beziehungsweise gestern. Und das große Problem ist, dass ich einen kleinen Renderfehler gemacht habe. Solche Sachen passieren manchmal. Bei mir sind sie bis jetzt relativ selten passiert. Auf jeden Fall habe ich aus Versehen den Part 68 zweimal gerendert. Was, naja, als Resultat hat, dass der Part 67 jetzt endgültig in der Hölle ist und ich auch nichts mehr machen kann, um ihn zu retten, da ich das alles schon länger her gelöscht habe. Es hießen einfach, also das Problem war einfach, der Part 68 hieß 67, als ich ihn gerendert habe. Das ist, ja, jetzt einfach ziemlich blöd. Und es gibt jetzt auch eigentlich nichts, was ich dagegen machen kann. Die Pokémon-Wertung von Scaraball habe ich noch. Die wäre das kleinere Übel gewesen, wieder neu zu machen. Aber die werde ich euch dann zeigen. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich relativ wenig, was ich machen kann. In solchen Fällen, in anderen Spielen, kann ich einfach wieder bis zu diesem Punkt spielen und es euch da praktisch reinschneiden. Aber, naja. In diesem Fall ist das leider unmöglich, weil wie soll ich das in Pokémon machen, vor allem wenn ich es auf einem Modul spiele. Hätte ich das jetzt auf einem, auf einer PC-Software extern, hätte ich es relativ einfach durch Save States neu laden können, gewisse Sachen, oder bis zu gewissen Punkten neu spielen und dann meine Pokémon so manipulieren, dass sie da reinpassen und dann den Part einfach zwischenschieben, aber so geht das nicht, vor allem weil ich in Pokémon ja wie gesagt an gewisse Punkte gebunden bin, ich keine externe Save State setzen kann und ich auch an meine Pokémon gebunden bin. Von daher kann ich in diesem Fall leider nichts sagen, es sei denn, ihr habt irgendeine Master-Idee, außer es ist einfach schlecht gelaufen, ich kann in diesem Fall nichts machen. Was ich machen werde, ist, dass ich euch in diesem Part den Footage, den ich den Footage, der verloren ging, aus meinem Pokémon Y LP neu rendern und euch zeigen werde. Haben wahrscheinlich viele von euch auch noch nicht gesehen. Natürlich werde ich da ein Junge sein, ich werde ein anderes Team haben, etc. pp. Aber dann wisst ihr auf wenigstens in etwa, wie das gelaufen ist. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass das passiert ist. Das kommt relativ selten vor. Aber in diesem Fall gibt es auch nichts mehr, was ich dagegen machen kann, weil, naja, wie soll ich wieder bis zu diesem Punkt spielen? Das haut einfach nicht hin und dann auch noch die gleichen Pokémon haben. Also von daher, ja. Danke für euer Verständnis und bis dann. So Leute, noch ein kleines Update hierzu. Ich habe das mal davor noch nicht gelöscht, damit ich nicht alles nochmal neu erklären muss. Jessie hat mir angeboten, dass ich ihren Pokémon Y-Spielstand nehmen kann, um das fehlende Footage zu zeigen. Das hätte den Vorteil, dass ich dort ein gänzlich neues Team hätte, anstatt dass man praktisch das alte Video jetzt dauerhaft sieht, was ja schon in Pokémon Y vorhanden ist, könnte ich dann praktisch ein anderes Team zeigen, als ich bis jetzt habe, was auch nicht unbedingt schlecht ist, da so Pokémon drankommen, die ich auch davor noch nicht wirklich zeigen konnte. Das reicht sich, glaube ich, ganz gut ein, zudem wäre es nach wie vor Jessie und ein Weibchen. Also würde sich nicht so viel verändern, sage ich mal, außer eben das Team. Aber das hört sich nach einer ganz guten Option an. Das werde ich auch machen. Sprich, ich werde den 67. Part dann nochmal nachreichen, sobald ich dafür die Möglichkeit habe. Bis dahin werde ich euch mal trotzdem den Pokémon Y Game Footage einblenden, damit ich das Projekt nicht pausieren muss und ihr dann in etwa wisst, wo wir denn genealogisch stehen und nicht, dass ihr mitten auf einer Route plötzlich reingeschmissen werdet. Aber ich werde auf jeden Fall noch den 67. Part nachreichen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Option. Danke an Sie dafür für die Hilfe und ja, euch viel Spaß mit Pokémon Y dann gleich. Reden wir dann heute über den König der Käfer-Pokémon, nämlich Scaraborn. Scaraborn war schon immer der Maßstab schlechthin, was Käfer-Pokémon angeht. War auch immer gut im Overused-Tier, jedoch dann in Generation 4 abgestürzt, Borderline.
fünfte Generation nochmal abgestürzt, underused, erst in der sechsten Generation durch die Mega-Entwicklung wieder einigermaßen saniert. Und ja, der große Vorteil bei ihm war immer, dass er noch den Kampftyp hatte, der zusätzlich noch offensiv sehr, sehr stark war, zudem eben der gute physische Angriff. Was in Generation 5, naja, da war er zwar nicht so stark, aber was da ein Vorteil war, war das Käferjuwel, was dazu kam. Und das konnte dazu verhelfen, eine sehr mächtige Fehlender-Attacke gleich am Anfang drauf zu hauen. Ansonsten ist natürlich das Wahlband auch immer eine Option, die man nicht unterschätzen sollte. Aber gut, wenn man mit dem Käferjuwel spielt, auf jeden Fall natürlich mit Fehlender und Nahkampf draufhauen, offensive Attacken. WE sind auf jeden Fall natürlich froh, damit man damit schnell angreifen kann. Und EV ist 252 auf Angriff und Init und 4 auf KP ist natürlich mehr der schnelle Angreifer. Wie gesagt, mit Fehlender und Nahkampf dann schnell angreifen. Zudem natürlich noch Steinkante, zusätzlicher Type Coverage und Schutzschild kann man gut verwenden, um gewisse Attacken auszusetzen. Jedoch gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel eben, wenn man ein Wahlband nehmen möchte, kann man dann statt Schutzschild zum Beispiel Nachthieb nehmen. Hatte eine hohe Volltrefferquote, aber dann auch ein bisschen mehr Type Coverage und dann eben noch eine zusätzliche Attacke. Und dann muss man eben überlegen, wie man denn jetzt mit Wahlband angreift. Noch ganz kurz zu den Fähigkeiten. Adrenalin steigert ja bei Statusproblemen den Angriffswert. Damit lässt sich auch nicht spielen. Also komme ich gleich. Hexerplage habe ich ja neulich schon erzählt. Das Äquivalent zu Großbrand etc. Und Hochmut. Da wird eben der Angriff immer erhöht, wenn es ein Pokémon erledigt. Hochmut würde ich verwenden, wenn ich ihn mit einem Käferjuwel spiele, da man ja mit dem Fehlender das erste Pokémon schnell beseitigen möchte. Und dann steigt der Angriff auch dauerhaft. Von daher macht das Käferjuwel in diesem Zusammenhang auch Sinn. Während ich bei dem Wahlband eher Adrenalin machen würde, einfach um sicher zu gehen, sage ich mal, kann man natürlich auch dann ganz anders verbinden, sage ich mal. Und zwar, wenn man ihn mit einem Flammenorb spielt, kann man ihm nämlich auch Adrenalin geben. Natürlich durch den Flammenorb nimmt er dann stetig Schaden, aber die EVs bleiben gleich, so wie ich es gesagt habe. Aber wenn man dann neben Nahkampf, Fehlender und Steinkante statt Schutzschild oder Nachthieb eben Fassade nimmt, dann macht man damit ordentlich Schaden. Nicht nur, dass alles durch die Fähigkeit nochmal verstärkt wird, sondern Fassade bekommt dann einen absolut gestörten Boost, womit er dann eigentlich sehr, sehr viel erledigen kann. Wie gesagt, man kann es aber auch mit Wahlband machen. Mit Wahlband kann man allerdings natürlich auch Hochhut machen, das kommt drauf an. Auf jeden Fall war schon immer ein sehr starkes Käfer-Pokémon, was vor allem seine Stärke in der Offensive hatte. Durch Mega Scaraborn hat sich dabei natürlich auch einiges verändert. Und was, das sehen wir dann im nächsten Part. What the hell? Dies ist eine Hololog-Eilmeldung. Die Geiselnahme in der Pokéball-Fabrik nahe Romantia City konnte unblutig beendet werden. Der Vorfall soll keinerlei Auswirkungen auf das laufende Pokéball-Verkaufsgeschäft haben. Ja, zumindest vorerst. Da bin ich auch froh drum. Die epische Musik spielt übrigens wieder. Ist toll, oder? Hey, also, runter da. Und dann auf in Richtung Pokémons. What the? Der chillt hier einfach? Alter, du bist ein Arsch. Du gehst jetzt in den Knast. Diesem roten Anzug fällt einem das Laufen wirklich schwer. Diese Kinder hole ich nie ein. Da wird der Chef aber kaum Rücksicht nehmen, wenn ich mich nachher wieder ausschimpft. Oh, Junge. Du bist echt. Warum kann man euch nicht gleich festnehmen lassen? Ich meine, jeder weiß, dass ihr dahinter steckt. Hallo. Ihr seid böse. Naja. Okay. Dings. Heilen. Und jo. Dann wollen wir mal. Jetzt geht's hier lang, glaube ich. Kann das sein? Yep. Jetzt hier auf die Route 15. Die vielen rebellischen Jungen, die ich das Illumina City, die sich eingewartet haben, werden das Problem betrachtet. What the hell? Jugendgewalt?
Okay. Und jetzt Hotelruine nach einem tragischen Zwischenfall, der dieses Hotel in ganz Kalos bekannt machte, verkam es zur Ruine. Okay. Ich glaube, die Route wird ein bisschen crazy. Bin so gespannt. Neulich saß ich nichts an dem Café, als ich plötzlich einen Schönling neben mich setzte. Offenbar handelt es sich bei diesem Herrn um einen Professor. Er begann sogleich mir die Geschichte eines Pokémon zu erzählen, welches mündlich in den Überlieferungen zufolge vor sehr langer Zeit der Liebling eines Königs gewesen sein soll und dieses Ding gerettet haben soll. Weiterhin erwähnte er doch, dass ich sich dabei mit Pokémon des Typs Fee gehandelt habe. Ich hoffe nicht Felinara. Es hat sich damit an, dass sie wie eine einzige Deckung die Welt verändern kann. Ich glaube, mit denen haben wir schon geredet, oder? Ich glaube schon. Okay, gehen wir weiter. So, Brunnenwürfel. Und hey, meine neue Musik auf dem Brunnenweg. Habe ich schon länger drauf gewartet, auf bekanntes der Brunnenweg. Und hey, schöner Herbstlaub. Jahreszeiten gibt es in den Spielen ja nicht mehr. Die gab es nur in Pokémon Schwarz-Weiß, Schwarz-2 und Weiß-2. Daher nett. Nett dieses, was er hier dieses Laub eingebaut hat. Okay. Ich habe mich gerade gewundert. Das hat eigentlich sehr nach verstecktem Item, nach einem versteckten Item ausgesehen, aber jo. Okay. Ah, hier ist bestimmt auch was. Nee. Nee. Bestimmt sind da auch Trainer drin. Okay. Das ist ja noch krasser, als ich dachte. Da war doch... Doch, da waren Hügel, aber die sieht man teilweise nicht so einfach. Oh, okay. Doch, die ist... Oh, geil, Yonago-Bären. Die tun 10 AP wieder auffüllen, funktionieren also wie Aether, nur halt, dass man sie pflanzen kann und damit in Vielzahl herstellen kann. Bisher konnte man nur einmal Aether kaufen, nämlich in Schwarz, 2 und Weiß. Wenn man in der Eingangspassage hoch genug, seinen Laden hoch genug hatte, war es möglich, dass man jeden Tag einen Aether kauft. Hier jedoch tut man ja größtenteils auf Top-Aether bauen, die unter den Zertrümmerstein sind. Da ein bisschen farmen, da kann man doch schon ein bisschen was zusammenkriegen. Aber kaufen kann man sie immer noch nicht, was ich nicht verstehe. Warum gibt man einem einfachen Möglichkeiten, wie es hinter jedem Zertrümmerstein zu finden, anstatt einfach zu sagen, okay, wir weichen jetzt von der Tradition ab, man kann Aether kaufen, und zwar ganz normal im Laden. Ich verstehe es nicht ganz, weil ich verstehe auch nicht den Grund, warum man ein Item limitieren sollte, was die AP wiederherstellt. Dass Sachen wie AP Plus limitiert sind, das kann ich schon eher nachvollziehen, auch wenn es im heutigen Zeitalter etwas kontraproduktiv ist, eben in dem Zeitalter, wo sehr viel online gespielt wird und wo man gerne diese AP-Steigerungsmittel hat für das Spiel. Aber gut, ist nur meine persönliche Meinung, das ist klar. Aber ich finde, man könnte es eigentlich schon mal zulassen, da man ja schon sehr weit damit gekommen ist, viele Traditionen zu umdenken. Einige gelungen, einige weniger gelungen, aber die muss, finde ich, nicht sein. So. Okay, da ist wieder so eine Psychotus, beziehungsweise eine Hexe. der stellen wir uns jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, meine neue Musik auf dieser Route, das gefällt mir. Auch wenn ich die jetzt noch schlechter finde als die sonstige Musik. Aber es ist immer eine neue, dem muss man Credit geben. Weil bisher war das alles etwas eintönig, wie ich schon mal kritisiert hatte. Aber es ist gut, dass man jetzt den Versuch unternimmt, etwas Abwechslung da reinzubringen. So, und nimm das Palim Palim. War damals in Generation 3 echt schwer zu finden, gab es nur im Pyroberg und zwar zu nur 2%. Das war das Pokémon, was ich im Höhlendex als allerletztes bekommen habe. Ich hatte davor schon alle, aber das hatte ich noch nicht einmal gesehen, weil soweit ich weiß, hat das auch kein Trainer im Spiel. Insofern, ja, hing ich da etwas in der Luft, so. Jetzt muss ich aber nur dieses eine Item finden, das ist, scheint gut versteckt zu sein. Oh, guck mal, da kann man hier fangen. Generation 5 Pokémon war das Standard-Normal-Pokémon und kommt damit eigentlich ziemlich spät. Man hat gesehen, wie früh die anderen Pokémon kamen. Also ja, das Standard-Normal-Pokémon. Visor war schon. Zigzags war schon. Bilitza war schon. Gut, Radfratz noch nicht.
Ich glaube aber, Radbratz ist im Dex. Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Aber ja, da kommt er relativ spät. Und Knarks, das ist jetzt die Entwicklung von diesem Kaumalat, was wir in der Wüste fangen konnten, ist noch nicht so stark. Das kommt dann wirklich erst als Knackrack, da es vor allem bei Drachen gut und gerne mal 2 Stufen dauert, ehe diese Pokémon ihr volles Potenzial zeigen können. Ja, dachte ich mir, dass es nicht ganz ausreicht. Okay, es kann nur Schlitzer. Okay. Dings. Momentchen, machen wir so. Okay, das passt. So. Bam! Und damit ist Knaxel besiegt. Ich hätte auch natürlich den Steigerungssieb einsetzen können, aber da er nur ein Pokémon hat, also wenn er wirklich nur ein Pokémon hat, ist Steigerungssieb sehr redundant, würde ich sagen. So, zumindest sofern man nicht ausgehen kann, dass dieses Pokémon sich aufheilt. Und ich soll zuerst nach oben. Weil da oben dieses Item war. Oh! Gladiantri. Ja, hier kommen jetzt ziemlich viele Generation 5 Pokémon schon aufgefallen. Das ist so ein bisschen geordnet. Am Anfang sehr viele Generation 1 Pokémon. Dann viele Generation 2 Pokémon. Und 3. Generation 4 wurde ein bisschen vernachlässigt. Kam aber auch so. Und jetzt kommen erst die ganzen Generation 5 Pokémon oder viele. Da haben wir Kukmarda gehabt. Wir haben Gyrokex öfters gesehen bei den Gegnern. Jetzt Gladiantri. Aber ich finde es ganz nett eigentlich, so chronologisch sortiert. So, aber es soll... Achso, da muss ich mit Surfer hin. Ja, dann erst einmal hier natürlich. Das hier fertig machen, dann kann ich mich mit dem Surfer immer noch nach da hinten wagen. Wo dieses ominöse versteckte Item ist. Was auch immer das sein soll. Hey, Giflo, hi. Pokémon seit Generation 1. Wenn man ja ein Duflor hat, kann man sich auch so, ob man ihm einen Blattstein gibt, dann wird es zu Giflor, Blattpflanze Gift. Und wenn man einem einen Sonnenstein gibt, wird es zu Bubella, dann wird es rein Typ Pflanze. Ich würde damals sagen, Generation 2 noch, als Bubella das erste Mal kam, dass Bubella auf jeden Fall die bessere Alternative war. Weil Gift allgemein ein ziemlich schwacher Typ war. Auch wenn es natürlich ja der Immunität gegen Vergiftung gegeben und eine Resistenz gegen Giftattacken. Aber jetzt, wo es sehr effektiv gegen Fee ist, hat Gift natürlich einen ganz anderen Nutzen. Das gefällt mir auch gut, was da gemacht wurde. Oh, da brauchen wir Zertrümmerer für. Seriously? Okay. Gut, das hatte ich jetzt nicht bedacht. Jetzt werde ich mal also dieses Item da holen und dann gehe ich zurück und ja, werde... Moment. Hier ist nichts. Doch. Genau, und dann gehe ich zurück und werde Stalos mitnehmen. Lorg hat jetzt eh ein paar Level trainiert. Das ist auf jeden Fall gut. So, rüber da. Da kommen wir eh nicht weiter. Bisher wurde das Wasser außer von den Wasserrunden relativ wenig eingesetzt. Minibills! Moment, das war's. Das einzige, was mir angezeigt wurde, war ein Mini... Na doch, da gab's... Da gibt's... Noch mehr, aber hä? Wo denn? Ach so. Hier hinter. Ist so geil. Ach so. Oh. Das habe ich jetzt ein bisschen gedrault. Okay. Na gut, das scheint jetzt auch gewesen zu sein. Gut, dann schnell aufs Fahrrad und zurück nach Romantia City. Da brauchen wir gar nicht fliegen, das können wir so schnell erledigen. Und unser Stalos mitten, damit wir diese Wand zertrümmern können. Das finde ich aber gut. Das finde ich echt geil, dass man jetzt auch nicht nur Steine zertrümmern kann, sondern andere Sachen auf der Overworld zertrümmern kann. Ich hoffe, das bleibt nicht nur dabei, weil das ist echt... Das war schon länger mal nötig, das gefällt mir sehr. So, der hat Level 47, 48, 47. Da tun wir erstmal dieser Flor raus. Erst einmal. Kann man jederzeit wechseln. Und lassen wir mal noch Logok drin. Man, wir sollten da nicht über Level 70 gehen, weil nur so lange gehorchen uns die Pokémon mit dem Feenorden.
Aber ich glaube nicht, dass wir da uns groß Sorgen machen müssen, dass wir hier über Level 70 kommen, weil das wäre lächerlich. Da besteht, wie gesagt, glaube ich, keine Gefahr. So. Genau, jetzt da runter und dann diesen Felsen zertrümmern. Dafür habe ich ja meinen Stahlus der Trümmerer gegeben. Und Kleopatra, nächste Generation 5 Pokémon. Wie gesagt, man merkt durchaus die chronologische Reihenfolge. Aber da hier diese Pokémon relativ schwach gegen Kampfattacken sind, lasse ich auch Logok vorne. Ansonsten wäre durch diese viele Unlichttypen Käfer nicht schlecht, aber wird eben dann auch teilweise aufgehoben bei eben Gladiantri durch Stahl. Daher bin ich hier mit, glaub, fahre ich hier mit, glaub, ganz gut. So. Bam! Super. Protein. Gut, wie gesagt, durch das Supertraining etwas unnötig geworden, diese Sachen. Sollte man vielleicht wieder in der nächsten Generation wieder versuchen. Also ich möchte, dass das Supertraining abgeschafft wird, auf keinen Fall. Aber vielleicht sollte man diese Items etwas verstärken, billiger machen, etc. Oder zumindest dafür sorgen, dass man damit die EVs komplett auffüllen kann. Weil davor war es so, man konnte nur 100 EVs maximal damit verteilen. Und das war natürlich etwas ungeschickt, sage ich mal, wenn man jetzt relativ einfach im Supertraining 100 EVs verteilen kann. Da sollte man sich, glaube ich, mal Gedanken machen, wie man das in Zukunft weiter handhaben will. So, gut, dann jetzt dieser Kampf. Das wird wahrscheinlich auch der letzte Kampf, den wir diese... Okay, schräge Schwestern, das ist der absolut treffende Name, um das zu beschreiben, was ich da gerade gesehen habe. OMG. Okay, greifen wir hier mit Flabebe an. Und bei Gardevoir werde ich jetzt mal den Zauberschein ausprobieren. Oh, der trifft sogar beide. Sehr geil, das wusste ich ja gar nicht. Aber Logok ist doch immer noch schneller als Gardevoir. Oh, ne, doch nicht. So, Zauberschein. Greift beide Gegner an, cool. Aber wow, das war echt schwach. Obwohl Step drauf war und Gardevoir einen sehr hohen Spezialangriff hat. Das war echt schwach, muss ich sagen. Was war denn da los? Das war natürlich nicht sehr effektiv, aber trotzdem hatte ich jetzt schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, das ist sehr effektiv, das ist klar. Wow. Das hat mich überrascht. Das hat mich wirklich überrascht. Aber gut, dann halt. Ich wollte es eh nochmal ausprobieren. Da kann ich halt mit Donnerblitz angreifen. Das ist auch kein Problem. Hat zwar keinen Step, aber sehr effektiv. Das ist ja besser als Step. So. Und damit wäre dieses Pokémon besiegt. Und die beiden Schwestern auch. Gut, Leute, dann danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part von Pokémon Y. Wenn euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter. Das nächste Mal geht's hier weiter. Bis dann.